Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Es ist soweit. Ein halbes Jahr später und der Lader wird jetzt gleich zugelassen. Wir sind jetzt bei der Zulassungsstelle. Das Gute ist, da ist ja meine Dienststelle auch und mein Bruder arbeitet direkt daneben und da war der Lader auch zum Reparieren. Und das ist übrigens mein Bruder. Vielen Dank für seinen Einsatz und seinen Kollegen, die ihm geholfen haben. Und er sagt gerade mal so, was ein bisschen noch kaputt war, was gefehlt hat, um ein Gutachten nach § 21 zu bekommen. Und ja, Jochen, leg los! Ja, viel mussten wir gar nicht tun. Ich meine, das ist ein altes Auto, ein paar Teile mussten ersetzt werden. Das Lenkgetriebe war undicht, das haben wir neu gemacht. So auch alle Lenkungsteile, weil beim Ausbau des Lenkgetriebes doch etwas kaputt gegangen ist. Aber dafür hat das Auto jetzt eine komplett neue Lenkung. Dann mussten wir noch die Hinterachse abdichten, die war etwas undicht. Da haben wir einen Simmering erneuert. Bei dem Schaltgetriebe haben wir die Wanddichtung erneuert, die war undicht und das war eigentlich schon so das große und Ganze, was wir machen mussten. Bisschen noch was an der Elektrik, da ist in Armenien nicht so ganz toll gearbeitet worden, aber dann haben wir es schon geschafft und das Auto beim TÜV vorgefahren oder bei der DEKRA und die haben die Prüfung gemacht und da hat eins auch bestanden. Das ist ja schon mal super. Also war eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, die Lenkung, das war ja das größte Problem, warum ich dann bei München oder vor München stehen geblieben bin, weil es einfach wirklich fast nicht mehr fahrbar war. Und let's go, jetzt holen wir ihn ab, dann geht es zur Zulassungsstelle und dann bekommt er seine deutsche Zulassung. Sprit ist da, ja, ist nicht da Sprit im Auto. Ja, gut. Da weißt du, wo ist eingebaut oder? Das wird. Probieren wir. Ja, noch einmal, komm. Hast du Kopf raus? Ja, nicht raus, nicht rein. Also. Echte Rennpappe! Echte russische Rennpappe. So ist es. Jetzt lassen wir uns zu. Fahren wir. Also. Fahren wir rüber.
Auf der Zulassungsstelle hatte ich einen Termin und meine Unterlagen hatte ich bereits einige Tage vorher schon abgegeben, damit sie alles in Ruhe prüfen und vorbereiten konnten. Was lustig war, dass weder meine Kollegen, aber auch ich nicht gemerkt hatte, dass das Oldtimer-Gutachten nach § 23 StVZO nicht dabei war. Aufgefallen ist dies erst, als sie meine Kennzeichen mit dem H gesehen hatten. Glücklicherweise konnten wir den DEKRA-Gutachter erreichen, der das Oldtimer-Gutachten schnell zumeldete und mein WIM das H-Kennzeichen bekommen konnte. WIM hat seine deutsche Zulassung. Die armenischen Kennzeichen bekam ich zurück, aber der armenische Fahrzeugschein wurde eingezogen und darüber bekam ich eine Bescheinigung. Die Kennzeichen und die Bescheinigung habe ich zu meinem Freund nach Jerewan mit UPS geschickt, damit er den Lader dort abmelden kann. Leider ist meine Sendung erst nicht zustellbar, dann hat UPS das Paket verlegt und nicht mehr gefunden. Nach über 2 Wochen hat mir dann mein Freund per WhatsApp mitgeteilt, dass er das Paket bekommen hat. Allerdings warte ich bis heute noch von UPS auf eine Nachricht, dass es zugestellt wurde. Egal, Hauptsache die Abmeldung in Armenien hat jetzt funktioniert. Herzlichen Dank.
Was erwartet dich weiter hier auf meinem YouTube-Channel? Der Lada-Roadtrip ist zu Ende, aber ich habe neue Abenteuer, die auf uns warten, die ich mit dir erleben möchte. Als erstes geht es für mich nach 25 Jahren auf Kurzvisite in die USA. Danach geht es wieder in mein geliebtes Bangkok zurück. Und da möchte ich eine kleine Miniserie für dich drehen. Dabei möchte ich dich zu meinen persönlichen Highlights mitnehmen und nicht nur zu den Touristen-Hotspots. Sei gespannt, was es alles zu erleben gibt. Im Kopf habe ich noch viele weitere Ideen, daher freue ich auf die nächsten Abenteuer. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.